Da ist ein Helikopter am Flugfeld, ist das einer von uns? Negativ. Ach, Torso. Ich dachte, wir sind schon da. Der Mut hat übrigens auch ein Hummingbird, glaube ich, mittlerweile. Also ich sehe ihn nicht, weil ich sitze gerade in der Haben Tankstelle, aber danach. wir sogar. Da oben ist der Markt. Ist weg. Ob wir da hochkommen? Das eine aus dem Donators? Der aus sollte dem an der Heli-Garage sein. Ich vermute, den will einer einparken. Geh mal hinten rauf, ein bisschen frische Luft schnappen. Wir hätten vielleicht einen Offroader nehmen sollen, oder? Ja. Ich liebe es, wenn Signaturen, die mir angezeigt werden, veraltet sind und nicht stimmen. Ah, eine Mülltonne. Ich bin Helikopter gelandet. Nützlich machen. Geht. Die Tonne mitnehmen, aber es passiert nichts. Ja, den muss ich bauen. Bei Ego-Perspektive, du musst auf den. Hier ist ein Kopf, der direkt das Feuer eröffnet hat. Was soll das? Was? Wer hat das Feuer eröffnet? Der hat direkt geschossen, keine Ahnung. Wer? Wo? Bei mir. Ah, ich bin getasert. Kannst du kaputt fahren? Warum wurde ich getasert? Ich bin in der Tanke gesessen. Was? Ich hab nur in der Tanke gesessen, kam hinten raus, hat er direkt geschossen. In der Tanke? Wo? Welcher Tanke? Taktiker? Ja, am Flughafen. Fuck ihn doch einfach. Bitte noch mal. Go-Kart-Shop, Go-Kart-Shop. Go-Kart-Shop. Okay. Entschuldigung, junger Mann. Ja, natürlich wissen wir, ob Taktik keine Waffe hat. Wahrscheinlich dachte er, dass er ausgeraubt wird. Dann sagen, dann sagen sie ihm jetzt, wurde ausgeraubt oder so. Frischer Tatertap. Wo ist denn der Go-Kart-Shop nochmal? Flugfeld direkt. Jetzt vorbeigefahren? Roger. Fliege mit Highspeed hin. Kann doch hier nichts machen, ne? Kannst du es einsammeln, gegebenenfalls. Die ist über den Haufen, die stehen hier offen rum. Ja, wenn die da offen rumstehen, dann halt die hin, Taktiker. Das werden die ja sonst merken. Ja, die wollen irgendwie nicht wirklich RP machen, dann stellen sie mich auf die Kartbank, glaube ich. Ja, dann hol uns mal ab, Knuffel doch. Komm mal her. Bin unterwegs. Hier ist eine Fläche, wo es einigermaßen geht, wo ich jetzt bin. Was ist denn deren Begründung dazu getasert wurde? Hast du? Ja, warte mal, jetzt brauche ich noch Medikit und bin übernommen. Acceptance. Ah, Decker, bist du auch noch dran? Das ist mein Bett, so klar. Such mal rein. Das reicht, das reicht. Gib mir mal die Schlüssel, bitte. Und dann? Machen wir Edo-Jump. Passt. Und so. Danke. Knuffel, geh bitte auf mindestens 200 Meter. Und unterspringen. Ich dachte, er hat die nicht ausgeraubt. Taktiker, wie viele sind da? Ja, da sind drei. Drei, okay. Dachte, willst du gleich runterspringen? Zwei, wiederhole, wo? Das ist der Plan. Willst du runterspringen, das ist der Plan. Okay. Wollen die dich jetzt mitnehmen? Würde ich vermuten. Halte ich mal bereit zum Abschwung.
bin drin. Bin ready. Ich gehe auf der Kartbahn. Ich bin da offen. Hartwig? Ja? Kannst du mir erklären, wie ihr davon abspringen wollt? Ja, gute Frage. Steht genau auf der Kartbahn, sagt er, ne? Flieg, über den weg. Also so ganz normal Richtung die Straße entlang in Richtung Erfurt. Wir versuchen so abzuspringen, dass wir auf der Nordostseite von der Tankstelle landen. Okay. Soll ich da ein bisschen Schub rausnehmen? Ja. Nur noch ein bisschen. Wie schnell bist du? 150. Das reicht vollkommen. Ja, ich muss meine Waffe hinlegen. Ich kalkuliere mit 130. Okay. Abschwung auf 3, 2, 1. Aufmachen und Abschwung. Los geht's. Raus, 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 raus. Fallschirm zünden auf 100 Meter. Kräfte am Boden. Der eine hat euch bemerkt, steht der neben mir? Ich habe den zweiten gerade aus den Augen verloren. Okay, doch, der sitzt an der Kartbahn. 10 Meter entfernt. Schießen wir an diesen. Oder nicht? Dann sagt ihnen jetzt Bescheid, sie dürfen ihre Waffen niederlegen, sollen dich freilassen. Und dann hauen wir die ab, ohne dass denen aus irgendeinem was passiert. Wenn sie sich da bitte verweigern, werden sie erschossen. Wir haben 10 Sekunden, um der Aufforderung Folge zu leisten, nachdem du es gesagt hast. Sag uns Bescheid. Nimm Gebäude drin von der Tankstelle oben. Ich gehe oben rein. Ich habe gar kein Schussfeld, ne? Auch noch nicht. Hast du gesagt? Schussfeld, sag Bescheid, wenn ich schießen darf. Taktika, hast du mit dem gesprochen? Wenn du in 10 Sekunden nicht antwortest. Ich habe ihm mitgeteilt, dass sie die Waffe niederlegen sollen. Right. Aber das war mehr so ein. Ja, leck mich. Patti, dann Feuer frei, sobald du ein Schussfeld hast. Einer ist tot. Der zweite liegt an den Reifen, an der Seite zum. An diesem Stopp quasi, an dem Start von der Strecke, an dem Start. Okay. Mit 2-3 Sekunden. Ati, kommst du nicht mehr? Ziel eliminiert, vorrücken und befreien. Das waren alle Kräfte, ist das korrekt? Geh ran, ich geh ran, bleib du auf Entfernung. Negativ, ich bin schon fast da. Okay, ich bin auch schon da. So, wieder Teamspeak, ich hatte keine, das waren die einzigen, die es im Sichtfeld hatte. Gut, alles gut. Befrei du Taktiker, ich loote den Scheiß. Ich bin schon frei, liegt hier irgendwo meine Waffe. Negativ. Schnapp dir was von dem Kopf, was du brauchst. Warum kann ich nichts looten? Sollen wir euch abholen? Kann doch jetzt noch fehlen. Donuts. Windows T, ne? Windows T, ich weiß. Wir haben kein Backspace, weißt du? Inventory space is full. Muss Taktik aufnehmen. So, und die anderen abholen. Weiß auch nicht, wo deine Waffe liegt. Halt, du bitte machen in der Luft, damit du Aufklärung machen kannst. Ich bin in der Luft, ich hab. Okay. Es ist alles aufgeklärt, es ist alles okay, Hartley. Ich hab keine Karte. Liegt die Waffe in deinem Auto vielleicht? Ah, ich hab sie gefunden. Ich hab sie. Kannst dich aufheben, ich müsste Magazine wegschmeißen. Ja, nee, ich hab. Alles klar, ich hab alles. Kannst du dir das aufheben, was hier liegt? Nicht alles, aber da ist auch nichts Wichtiges dabei. Hier, den Koffer, was ist denn im Koffer drin? Oh, ich muss den Sound leiser machen. Wo ist der zweite Kopf? Hast du den schon gelootet? Der liegt da hinten, da wo ich ihn geschossen hab, hier. Nicht groß was mitgenommen. Ist okay. Ich bin noch nichts dabei. Wir können die Westbank nicht mehr. Nein, wir haben
Wir müssen das beim Kraftwerk nicht erklären. Ich habe gesagt, nee, das will ich nicht vermeiden. Wir holen meinen Anwalt, erklären wir das. Und dann sagen wir, das ist dann alles gut. Alles gut. Habt ihr die Abfahrt? Haben wir fehlt nicht abgeben. Rein, 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 rein und weg. Warte, ich steig aus, ein. Bin drin. Und weg. Taktika, steig ein. Kann ich auch bleiben. Otto, Otto. Wenn ich kann nicht aussteigen. Mach hin, Mann. Los. Ich kann nicht aussteigen, ich fahr mit meinem Fahrzeug. Keine Ahnung. Hast du abgeschlossen? Ja, aber ich hab auch auf. Warte, ich zieh ihn raus, ich zieh ihn raus. Er ist weg, ich seh ihn nicht mehr. Ich weiß, wo Taktika ist, er ist weggefahren. Taktika steht hier. Danke, ich bin Zeit. Ey, wir sind nicht drin. Alle drin und weg, weg, weg. Alles drin. Was ist wirklich die Polizei wird aufgenommen? Ja klar. Jetzt sind das gegen Regel ausgeschützt. Keine Ahnung, ich hoffe es, wenn das nicht auf Fraktionen gebunden ist. Doch, jetzt verstehe ich euch ja wieder. Oder du musst ich habe auch einen Combat Helm Carry habe ich jetzt. Echt? Ja. Ich habe hier meinen Werkzeugkasten von dem Polizisten genommen, den ich gebraucht habe. Wen habt ihr da jetzt erschossen? Ich hab Reese getötet. Und das war übrigens geil, ich hab mich da mit dem Fall hier runterfliegen sehen, sau. Ich wusste nicht, dass das geil geht. Was muss man denn tun, damit das passiert? Du musst einfach nur aufschießen, dann kannst du über jeden Fahrzeug abspringen und du musst vor. Warum kann ich nichts in den Edi raus und rein tun? Man sich den Fallschirm, den Rucksack mit dem Fallschirm ersetzen darf. Ja, genau, du musst dir quasi den Rucksack reinziehen und einfach den steuerbaren Fallschirm ausdrücken. Kampfhelm-Kämpfe. Naja, weil ich mitnehme, ich muss das gerade reintun. Weil ich es irgendwie nicht so wollte, wie ich wollte. Ja, und dann kannst du quasi rausspringen, wenn die Battle Royale spielt, dann könnt ihr also, ich kann relativ gut falsch spielen, denke ich. So, da ist noch ein Carry-All-Backpack drin, falls ihn einer haben will. Ja, haben wir doch alle. Braucht von den ich hab nur auch ein Barett. Und dann habe ich halt relativ nice gelandet. War ein bisschen weiter weggelandet von der Dropzone. Aber okay, ich bin da gelandet, wo ich wollte. Ja, ich bin halt ins Haus rein, hab dann den Bus erschossen und so gehört. Das ist gut. Ich hab ja gesagt, sie wurden gleich, ich soll ihn weitergeben, sie wurden aufgebaut. Wurden jetzt auch gefordert, die Waffen niederzulegen, damit wir das Ganze klären können. Ja. Das Ding ist doch nicht schnell, sterben. Landen wir uns gleich mal irgendwo beim Steinbruch oder so hier vorne. Nordöstlich ist das. Das Witzige ist, die haben auf jeden Fall gesehen, wenn nicht als ihr mit dem Helikopter gekommen seid, wo wir mit dem Fallschirm da runter seid, ne? Und wo ihr ungefähr hin seid. Das war ja klar. Und ich stand einfach mit so rum und wusste nicht, was ich tun soll, glaube ich. Ich habe gemeint, ich hole meinen Anwalt, dann bezahle ich ihm ein Ticket für die 6.000 Dollar, die ich da geklaut habe. Ich habe Geld gebraucht, habe ich gemeint, so ATM war irgendwie gerade in der Nähe, muss ich schnell gehen. Erzählen wir es gleich nochmal, ich verstehe nämlich gerade gar nichts. Ja. Ich habe hier einen Tango. Ist doch Richtung bei Pyrgos. Bist du nah, Pyrgos, genau. Was gesagt hast du zum Stein? Ja, du solltest da landen. Jetzt werden wir vom Orca gejagt. Wahrscheinlich Polizei-Orca. Dann nimm mal was Speed auf. Der Orca verfolgt uns. Doch, okay.
30 Sekunden dauert das Durchdringen. Ich glaube, ich hätte 1-2 Minuten mindestens. Okay. Auf jeden Fall dauert es eine Weile. Da würden jetzt ran. Dauert kurz. Ja, und weil ich halt den Helikopter hab platzen hören, hab ich halt mit gezogener Waffe auf die Tür geguckt, ja, während das runtergekickt hat. Oh, okay. Mach mal vielleicht einen Screenshot oder macht einer mal hier, du hast einen Stream aufgelaufen, oder? Ja, mach hoch einen Screenshot, ich höre dich kaum, weil er hier so laut ist. Wieso denn? Weil er bestimmt gleich rammen wird, der Typ, oder? Ich kenn ihn. Was? Was? Rammen mit dem Orca? Ja, Mann, ich geh doch mal auf. Wer ist denn da drin? Hilf nicht. Ein Totenwinkel. Ich kann nicht anbieten. Schade war das. Ich glaube, der hat gecheckt, dass er uns nicht mehr kriegt. Oh oh. Das könnte knapp werden. Ah, okay. Mach mal 9 Landepunkt Muschelverarbeiter am Nordosten. Jetzt einfach hier landen. Warum kann ich denn nicht im Salzsee arbeiten landen? Weil mir das viel auf der Fläche ist. Also auf jeden Fall keine Deckung. Ich glaube einfach Heli drin, Alter. Die könnte ich hier nicht auf den Heli rausschießen. Was? Doch, könntest du schon mit der MK18 durch die Fenster. Ja, ist aber verboten. Immer noch. Stimmt, das dürfen wir ja nicht. Alles verboten. Heli ist gar nicht mehr. Nein, jedes Fahrzeug ist verboten. Ja, du darfst Heli, darfst du nur beschießen. Also überhaupt beschießen und so, wenn du halt, eine Warnung abgeschickt, dass es ganz unmissverständlich klar ist, dass die wegfliegen sollen. Dann darfst du auch nur auf den Heli schießen. Ja. Wenn ich mehr. Ich breche jetzt nochmal diese Animation ab. Welche? Mit den F-Tasten. V, also V war ganz gut. V, ja. Oh so, welche Helikopter? Aber das Geld geht eh verloren, weil er nicht gespeichert hat. Doch, er hat ja gespeichert, die Meldung dauert ja immer ein paar Minuten. Ja, stimmt. Okay. So, was war jetzt Taktiker mit dem? Ich fand das allgemein ein bisschen komisch. Also ich stand ja da drin, deswegen habe ich ja nichts gesehen. Aber ich habe ja euch gesagt, ich habe einen Helikopter gehört. Ja? Aus dem Grund habe ich, während ich an dem Typ stand, mit gezogener Waffe auf die Tür geschaut, von innen. Ja? Also die haben da nicht reingegucken können oder so. Ne? Und als das dann der Timer fertig war, habe ich Third Person um die Ecke gelunzt. Und hab direkt einen Kopf mit gezogener Waffe gesehen, der direkt auf mich geschossen hat. So, also, ja. Schön, ja. Und dann bin ich weggegangen, hab gedacht, ja, dann erschieße ich sie, ja. Hab mir aber halt eine Deckung gesucht. Und dabei haben sie mich irgendwo noch getroffen und dann war ich getasert. Da haben sie mich ohne zu reden einfach erstmal gepackt und sind mit mir irgendwie auf die Kartbahn gelatscht. Machen total, da sagen sie echt total wenig, ey. Muss man sich echt verhalten. Und dann hab ich gemeint, ja, was soll denn das? Warum tasern sie mich einfach? Und dann meinte, ja, ist zu ihrem Schutz. Und ich so, unserem Schutz, meinen sie? Ja, was soll denn das? Sie müssen mir vielleicht mal meine Rechte, was habe ich getan? Ich habe ja noch gar nichts gemacht, was ist hier los? Ich sitze hier an der Tankstelle, habe gedankt und dann sowas. Was hast du denn für eine Waffe gehabt? Ich hatte die Kativa in der Hand. Ja, das reicht schon für die, um anzunehmen. Was ja, ist du... ja. Ich habe damit auch kein Problem. Aber gut, wenn die halt direkt einen Taser fliegen lassen. Wenn die direkt den Taser fliegen lassen, dann können wir auch mit dem Heli angemarschiert kommen und mal abspringen. Ja, war Zufall, dass sie in der Nähe waren. Eigentlich ist das LP ab dem Moment eröffnet, wo sie einen von uns tasern. Meiner, also das ist jetzt, weil wir machen das immer safe, ne, und sagen denen halt dann, lass mich frei, sonst bla bla bla. Ja. Theoretisch ist meine persönliche Meinung, aber dass es dann auch komplett ohne Ansage geht. Ja, sobald der andere einsteigt, muss man ja reagieren dürfen. Ja. Ist ja eigentlich klar. Aber ich glaube nicht, dass sie sich beschweren. Ich habe ihnen ja gesagt, Kollegen sind schon hier in der Nähe. Ja, was genau hast du gesagt? Nicht hier. Ja, der genaue Wortlaut war ungefähr schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich habe gesagt, ja. Ich soll ihn ausrichten.
dass sie ihre Waffen niederlegen sollen. Haben die schon gemeint, ja, wollen sie unbedingt, dass das blutig endet? Ich so, nein, genau, das will ich ja nicht. Ich möchte meinen Anwalt, dann können wir auf. Das Ganze klären. Ich habe dir nur $6,000 geklaut, dann bezahle ich mein Ticket, dann wird alles gut. Und die nur so, ja, Die haben das halt nicht für voll genommen. Ja. Ja. Gut. Warum soll ich da mit dem Helikopter runterkommen sehen? Die hätten eigentlich eure Position auch wissen müssen, so. Das wussten die, glaube ich, auch. Die haben es, glaube ich, nur nicht ganz gecheckt. Die dachten wahrscheinlich noch, wir würden noch auf dem Pläuchchen mit denen irgendwie... Ja, genau, wir kommen kurz runter. Die Ansage war noch, also wir haben doch nachher immer noch mal extra gesagt, hier, wir sollen die Waffen niederlegen, sonst knallt's, ne? Das hast du denen ja schon gesagt. Ja, ich habe gesagt, hier, Waffen niederlegen, ja, soll ich ihn ausrichten? Und damit habe ich auch klar gemacht, dass ihr in der Nähe seid. Allein, wenn ich sage, ich soll ihn ausrichten, sie sollen ihre Waffen niederlegen. Hardly, ist das in Ordnung, wenn ich einen Kumpel, also meinen Nachbarn, hier mit reinziehe in den Channel? Auf gar keinen Fall. Geht, finde ich auch voll scheiße. Weißt du, nachher gefällt es dem noch hier. Und dann haben wir noch so einen wie dich hier. Nein, Quatsch, natürlich kannst du ihn hinziehen, wenn der okay ist. No problem. Wer war denn das? Das war der Reese, oder? Der Reese und der Kumpel Chubby, der heute zum Anwärter gemacht wurde, hat der Anwärter auf den Sack bekommen. Der Reese, das war Tenshin dann, ne? Ja, sicher war es Tenshin. Okay, scheiße. Natürlich war es Tenshin, der sofort gestorben ist. Der hat nicht mal gezuckt. Das Tenshin war der vor mir stand, der erste, der gestorben ist, oder? Der ist hinzu gestorben. Und der Anwärter hat sich nur dahingelegt und wusste nicht, was er tun soll, glaube ich. Der hat auch nichts zum Hinschießen, der hat wahrscheinlich noch nichts in der Hand. Nur Taser. Ja gut. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwas mit mir tun, ja, aber die haben mich da einfach stehen lassen. Der ist umgekippt und andere hat sich hingelegt und mich ignoriert, so. Ja, die haben wahrscheinlich dann das Ding per Funk durchgegeben mit bla bla bla, was sollen wir machen. Ja, aber die müssen halt imstande sein, selbst die Entscheidung zu treffen, nicht auf den Befehl zu warten, dass sie sich jetzt ergeben dürfen. Wo spawnt ihr? Ich spawn weiß auch gar nicht.